Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Curse of the Azabans. Wir sind hier noch im Friedhof von Myth Dranor und haben gerade, was haben wir denn gerade? Ach ja, wir hatten gerade einen kleinen Hinterhalt überstanden und ich würde sagen, dann gehen wir hier mal wieder. Schauen wir mal, was wir hier noch so Schönes finden. Was ist denn hier drin? Web Festoon des Mausoleum. The Webs are inhabited, natürlich. Und das sind Face Spiders. Giant Spiders. Alles Giant Spiders, okay. Na gut. Zaubermäßig ist es ja ein bisschen dünn geworden in letzter Zeit. Wir können aber noch ein bisschen Stinking clouden. Na, immerhin besser als nix. Du läufst weg, das finde ich auch schon mal gut. Na, schade. Du bist weg. Du bist weg. Und warte mal das Ende der Runde ab. Dann machen wir hier mal ein bisschen Platz schon mal. Ups. Aim. Bist auch weg. Du bist auch weg. Du gehst jetzt mal aus dem Weg. Obwohl, du kannst ja mal deinen neuen Bogen ausprobieren. Ach ja, kann man nicht meckern. So, dann stellen wir uns mal hier hin und hoffen, dass die Spinne blöd genug ist, hierher zu laufen. Und zwar durch die Stinking Cloud, bitteschön. Flieht in Panic. Kommt nicht weg. Ja, gut. Dann guckt er doch mal hin, Wärtner. Ja, kommt da nicht weg. Offensichtlich. Also, du könntest ja mithelfen. So, dann wollen wir mal schauen. Ach, da bist du. Na gut. Ach, warum denn nicht? So richtig gut sind deine Magic Missiles nicht. Wir haben noch. Verschießen wir mal den letzten Pfeil. Und oh, genauso viele Schadenspunkte, wie wir brauchen. Das nenne ich gut abgepasst. Sehr gut gemacht, Wärtner. Herzlichen Glückwunsch. Und dafür gibt es wieder mal nix. Und noch mehr nix. Okay. Na, noch mehr Sp You see a funnel of webs. A whispery voice calls out. The spiders will guard their nest fiercely. Ja, deswegen bin ich ja hier. Yes. Spiders leap forth. You can see some eggs behind them. Ah, vielleicht können wir sie hier dann zerstören und kommen keine neuen mehr. Das wäre ja fantastisch. Nur die vier? Die Warnung für vier. Ich meine, wir haben schon gegen 20 gekämpft und jetzt kommt eine Warnung, wenn wir gegen vier kämpfen? Ja, gut. Meinetwegen. Ja, come on.
Upsi. Okay, ihr habt keinen Bock. Das soll mir recht sein. Schlagen wir euch halt tot. Ja, und die Ex kaputt machen können wir aber nicht. Es ist ja unbefriedigend. Dann wird dann gehen wir wieder. Das war ja reichlich unbefriedigend. So, wo waren wir denn hier? Nee, fuck it. Wo waren wir denn hier noch nicht? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Hallo? Near the entrance to this building is a crushed three queen. Oh, das klingt gut. In the doorway is a ghostly shape. Du schon wieder. Do you want to enter the building? Ja. The spirit speaks. Welcome, warriors. Enter and meet our queen. Oh. Queen. Die Spirits haben eine Queen. Das ist überhaupt nicht weiter verwunderlich. Two suits of armor flank the stairway, radiating faint magic. One speaks. Okay. The queen will see you. Mhm. What do you do? Tech Armor. Entsprechende Rüstung bräuchte ich. Danke. Go upstairs. The armor seems to bow as you pass. Bow as you pass. Ja. Soll er machen. Vielleicht sollten wir hier mal besser speichern, weil ich weiß nämlich nicht. As you approach the stairs, a voice cries out. The court gives greetings. Ja. Aha, ihr seht also tatsächlich einfach alle gleich aus. Naja, gut, das ist ja. A spirit appears before you. My heart rejoices to have such defenders. These items may help your quest. Hast du nicht auch noch einen größeren Rucksack für uns? Na, aber gut, wollen wir mal schauen. Oh, ja. Mit Items meinst du auch Gems und Jewelry? Nehmen wir immer und dann wollen wir mal schauen. Ha. Die da. Die Blessed Quarrels oder Blessed Bowls oder gesegnet. Wie heißen die denn im Deutschen verdammt nochmal? Gesegnete Bowls? Nee. Egal, also die sind also diese Blessed Bowls. Aus irgendeinem Grund heißen die Bowls in diesen Spielen noch Quarrels. Mit denen können wir Rakshasas mit einem Schuss töten. Vorausgesetzt wir treffen. Das heißt, und das hier ist ein ziemlich magischer Crossbow, das weiß ich noch. Das heißt, das sollten wir mal jemanden geben, der damit umgehen kann. Das wäre ja Krusania vom Prinzip. Die hat ja auch meistens Zeit für sowas. Dann brauchst du das Ding nämlich nicht mehr. Tech. So. Das Ding können wir auch nehmen und die Scroll nimmt auch Wärtner. Ich kann er nicht mehr nehmen, dann nimmt sie eben Fafrit. So, Dankeschön. Alas, my time is short here. My best wishes to you. She disappears. Okay, dafür der ganze... Naja. Aber gut, dass wir noch rechtzeitig gekommen sind, ne? Bevor deine Zeit abgelaufen war. Ja, so ist es halt. Dann wollen wir mal schauen. Das ist... Scroll of Protection, wenn ich wüsste, was das ist. Es könnte eine Scroll of Protection vom Dragon Breath sein. Aber ich fürchte, da werden wir ums Identifizieren nicht drum herum kommen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was das für ein Shortsword ist. Wir haben jetzt plus 5. Aber jetzt haben wir also ein Shortsword plus 1. Das kann sich mal verkrümeln. So, dann wollen wir mal gucken. Du hast ein mit der Fernwaffe plus 1 ein Taco von 8. Jo, das ist ein Crossbow plus 5.
Schade, dass die nicht übernommen werden, aber gut, nehmen wir mit. Okay, und die Stuffsling. Ah, hallo, ist auch plus 3. Nett, 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 nett. Dann kann das Ding nämlich weg. Okay, Blastbolt. Wir könnten die natürlich auch einfach mal aufteilen. Und mal auch anderen Leuten geben. Also zum Beispiel. Weil es hat einen Grund, dass wir die kriegen. Also da wollen wir uns mal nichts vormachen. Das hat einen Grund. Du hast. Ja, wir müssen noch mal raus und müssen die Sachen identifizieren. Ich will jetzt ehrlich gesagt den Ring nicht anlegen. Am Ende ist das verfluchter Ring und wir haben keinen Remove Curse memoriert. Das heißt, wir müssten rasten, was wir nicht können. Sind wir zu gefährlich. Ich meine, andererseits ist es unwahrscheinlich, dass er verflucht ist, weil immerhin schien die Spirit Queen, oder wie sie hieß, ja auf unserer Seite und recht freundlich. Aber vielleicht ist da auch einfach ein zufällig ausgewähltes Item dabei. Im Spiel ist es zuzutrauen und das wäre blöd. Wer kann denn Mosling mit Matiken? Geben wir sie dir erstmal. Okay. Gut. Ja, da würde ich sagen, speichern wir mal. Und ich glaube, jetzt sind wir hier fertig. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts. Hätte mal ganz gern irgendwelche hochmagischen Langschwerter oder so, aber die waren offensichtlich geradeaus. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, es kann auch sein, dass das auch völlig zufällig ist, was wir hier kriegen. Bei der, also dass es immer gute Items sind, aber dann zufällige gute Items. Weil der Treasure ist hier in diesen Spielen, also zumindest in Curse of the Azure Bonds und Pool of Radiance, meistens zufällig. Es gibt welche, die sind fest, ne, eingedingst, aber viele sind zufällig. Und wenn man da Pech hat, findet man halt wochenlang keine vernünftige Ausrüstung. So nix oder nichts, was man brauchen kann. Ja, das ist ein plus 1. Naja, du schlägst ein plus 2 zu. Ich hätte noch ganz gern plus 3. Und ehrlich gesagt, warte mal. Magic. Magic. Den schmeißen wir mal weg. Dann benutzt du einfach deine Sling und die geben wir mal Wärtner. Der hatte ja keine Pfeile mehr, wollte ich sagen. Dann kann auch der Kompasslangbau weg. Dann gibst du ne, Wärtner mal deine Pfeile. Weil ich meine, mit diesen Blast Quarrels werden wir ja nur schießen, wenn es wirklich drauf ankommt. Okay. Gut, ja, wo kommen wir hier raus? Wie kommen wir hier weg? Kommen wir hier durch? Nee. Hier kommen wir durch. Kommen wir hier durch? Ja, da kommen wir durch. Are you heading towards the wilderness? You are heading. Nee, ich will eigentlich zu dem komischen Dings. Okay. You are heading towards Morguns. Ich hoffe nicht mehr Graveyard. Das, obwohl wir keine Untoten hatten. Das muss man ja Mythdranor lassen. Travel via a path through the woods. Via a path or through the woods. Nehmen wir Woods. The Helm of Dragons reports Tyrantraxus to the north. Okay. Ahead you see a man running near exhaustion.
Exhaustion. Chased by a pack of hellhounds. The man stumbles and collapses. Do you go to the rescue? Aber immer. Wird bestimmt keine Falle sein. Wo ist der Rakshasa? Oh, das ist keine Falle. Na gut, okay. Na dann, gut. So geht das. Ja. Meinetwegen könnte auch ein bisschen Feuer pupsen. Das ist alles nicht so wichtig. Hellhounds sind nicht so überragend. Wie wir sehen können. Oh, du hast Schaden gemacht. Dann schießen wir dir mal ins Hinterteil. Na, ist hier umgedreht. Okay. Gut. Nee, wollen wir nicht. Okay. The man thanks you and whispers, I managed to hide it before I was captured. Ruined building, northeast, your reward. His breathing stops. Oh, das war ja noch nicht so eine heldenhafte Rettung, dann haben wir ihn ja, naja, gut. Ja, wir könnten dich jetzt auch irgendwie wieder zum Tempel bringen oder irgendwie wiederbeleben, aber das ist halt in Fantasy-Spielen so, wiederbelebt werden nur Leute mit einem gewissen, ne, Wichtigkeitsgrad. Es ist eigentlich, wenn man länger drüber nachdenkt, wird einem wirklich schlecht eigentlich, aber so ist es. Survival of the wealthiest, würde ich sagen. Aber wo ist das denn nicht so? Okay, wo sind wir hier? You are spotted by a patrol. Parley. Was macht das denn sein? Die kann man so schlecht erkennen. Fangen wir vorne an, sind wir horty. The Rakshasa replies, at least you stand up for yourselves. You are free to go now. Sehr schön. Das ist ein Rakshasa. Okay, dann verstehe ich, warum Horty funktioniert. Ich meine, die sind ja selber ein bisschen von oben herab. Dass die das gut finden, kann ich mir schon vorstellen. Noch einer. Rakshasa with matted fur and a dour expression comes around the corner. He makes a gesture of peace. Ja, indem er sich eine Friedenspfeife anzündet, ne? Was raucht er denn eigentlich alles? Also die Pfeife ist das Einzige, was nicht raucht, so wie es aussieht, ne? Oder? Doch, da kommt auch was raus. Egal. He makes a... What do you do? Wait. Drakshasa replies. Ich hab doch gar nichts gesagt, Spiel. I am Tyr Shea. He goes on to tell his tale and you record it in Journal Entry 5. Will you go with him? Nee, das müssen wir mal gucken, was Journal Entry 5 sagt, würde ich sagen. We Rakshasa are very fond of gambling. I had been having a streak of bad luck and gone through most of my possessions. Seid ihr nicht Geister? Also irgendwie von Geistern besessen oder so? Also ist das nicht irgendwie der Hintergrund der Rakshasas? Und dann spielt ihr... gut. Ja. Recently I discovered that Birshaya had been cheating in those games. Das geht ja nicht. However, the clan lord will not act without proof. Clans habt ihr auch... Bushaya guards the clan storehouse and I know that there is evidence hidden there. Dass er cheatet. Hat er das aufgeschrieben? Oder was? Andererseits bin ich an dem Rakshasa Storehouse schon interessiert. Ich meine, was ist das? And I know that there is evidence in there. If you help me break in, you may select whatever you want from the storehouse. Okay. Jetzt wäre ich schon wieder etwas misstrauisch. Wahrscheinlich ist da nichts von Nutzen, aber... I just want the proof of Bershayas cheating. Ja, klar, der Feind...
Meines Feindes hat einen Feind und es wird. Nehmen wir an, du bist ein Freund. Ja. Then come with me. Okay. Cutscene! the entrance is guarded. Das ist ja. Do you attack? Ja. Meine, deswegen sind wir ja hier. Hallo, was haben wir denn? Margolds, ne? Ja, okay. Gut. Nix, was uns gefährlich werden kann. So, ich meine, es ist zwar schön, dass du dich das Ding hast und dass diese toll ist, aber ich meine, zuschlagen ist ja auch einfach praktischer. Gucken, ob wir den können wir backstabben. Wunderbar. Ja gut, sind ja auch Humanoid, gebe ich zu. Ist auch nach meinen Regeln okay. Und übrigens, ich habe mal drüber nachgedacht. Ich habe ja überlegt, ob man in späteren Spielen, also mit anderen Worten in Pools of Darkness, Beholder zum Beispiel, also zum Beispiel in Pools of Darkness, Beholder auch backstabben könnte, was ja hier witzigerweise funktioniert hat. Der Grund, warum das da nicht gehen dürfte und wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich es nie gemacht habe, nämlich wahrscheinlich, weil ich es mal ausprobiert habe und es einfach nicht geht, beziehungsweise es aus folgendem Grund nicht geht, da sind Beholder ja nicht mehr ein Kästchen groß, da sind sie ja größer geworden, die haben also offensichtlich vorher ein bisschen zugenommen, da sind Beholder vier Felder groß und sehen im Übrigen auch deutlich imposanter aus als diese Popelfiecher, die wir hier getroffen haben, aber Backstabben funktioniert ja grundsätzlich nicht bei Gegnern, die mehr als ein Kästchen groß sind. Oh, schon 3 Punkte, ich bin begeistert. Deswegen wird das Backstabben von Beholdern leider mit diesem Spiel sterben, auch wenn es schön war. Aha. The sounds of battle have brought another Rakshasa and Retinue? Whatever. He calls out. So, Tushaya, stooping to robbing the clan? No, humans, that if you bring me his head, you will be forgiven. Otherwise, you shall be tonight's main dish. This is the promise of. Be. Ich kann meinen eigenen Namen nie aussprechen, vor allem weil er anders ist als der, den ich. Du solltest. Wie sollst du heißen? Bishaya. Ach, du bist das Geil, du bist wer anders. Bär, ja, okay. Gute Frage. Wen greifen wir an? Oh, eine Sekunde mal kurz. So, da bin ich wieder. Zurück zu unserem Problem. No humans. Ja, aber du könntest noch ein bisschen mehr argumentieren. Also könntest zum Beispiel sagen, der spielt gar nicht, der hat sich das alles nur ausgedacht, um uns irgendwie, nicht wahr? Hierher zu locken, weil er tatsächlich irgendwas klauen will. Andererseits, ach, bleiben wir bei unserem ursprünglichen. Türsteher. Ich meine, wahrscheinlich wird der uns auch hintergehen und da ist es ja im Endeffekt egal, wer uns hintergeht, oder? Ich weiß nicht. Ja, mal probieren wir es. Türsteher. So. Türsteher Snarls. Your betrayal will not be without cost. Oh! Ich wollte doch. Oh, ach, das ist, wenn wir jetzt angreifen. Ahahaha, okay. Gut. Ach, das meine ich nochmal. Ich wollte eigentlich den anderen nehmen. Also, das ist noch meine Blödheit, wenn ich richtig gelesen habe. Also, ich lade nochmal kurz und gehe nochmal her. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wir haben gerade die Wachen erledigt. Und so, jetzt machen wir es mal richtig. Who do you attack? Nicht who do you side with? Also, wir attacken Bear, Bayara, wie auch immer. You fools, but. We will thank you at dinner. Hahaha, lustig.
Oh, wir haben einen Rakshasa in unserer Party. Ha, ach du Scheiße. Der wird er jetzt hoffentlich nicht Fireball zaubern, mitten in unsere... gehört, weil er ist ja immun. Okay, also der Vorteil ist offensichtlich, wenn man ihm hilft. Warum sind da denn... Warum haben wir denn eigentlich, als wir gegen ihn hier gekämpft haben, warum waren da denn auch Hellhounds und Muggles? Hat jeder von Rakshasas hat die dabei oder was? Die sind so obligatorisch oder was? Egal, also auf jeden Fall der Vorteil ist, erstens mal, man hat ein zusätzliches Dings, ne? Vieh dabei. Und der gegnerische Rakshasa steht in Nahkampfreichweite, was die Sache natürlich äußerst angenehm macht. Vorausgesetzt, wir treffen. Und was wir getan haben, dann machen wir das noch. Oh, die Blast. Ne, heben wir uns die Crawls mal noch auf. Ne, nicht Move. Aim. Weil der ist so nah dran, den müssten wir eigentlich so kaputt kriegen. Die Blast Crawls werde ich mal. Nein, macht bloß keinen Scheiß, ja? Nur für den Fall, dass du Scheiß machst, läuft Werner schon mal weg. mal gucken, was du machst. Vielleicht eine Stinking Cloud mitten in die Gruppe? Yo, Lightning Bolt. Autsch. Oh, hast du gut gesetzt. Das war aber, glaube ich, nicht deine Intelligenz, sondern einfach nur Zufall. Ich hatte erwartet, dass Fafrit den abkriegt. Also, der ist jetzt schon mal weg. Der ist auch weg. Oh, du läufst auch weg. Nee, nee, nee. Ja, beginnt's Casting. Ist alles ganz schön. Was machst du? Steht irgendwer? Nee, das ist okay, wo du stehst. Also, du setzt die gar nicht blöd. Also, entweder hat die KI tatsächlich zugelegt, was ich nicht glaube, oder wir haben hier einfach nur Glück, weil wir hier in einem in einem Gang stehen. Also, ich bin echt ein bisschen froh, dass du noch keinen Fireball mitten in die Gruppe gesetzt hast. Was ich ehrlich gesagt erwartet habe. Super. Gut. Also, bisher hat er noch keinen von uns umgebracht. Vielleicht bleibst du ja, aber ich bezweifle, dass der länger dabei bleibt. Daran würde ich mich auch erinnern. Nee. Shea runs into the storehouse. He runs out a moment later with some papers. This proves his cheating. Take what you wish from the storehouse. Good day. He moves quickly away before you can stop him. Hey! Na gut. Okay. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Piled within this building is irgendwas. Auf jeden Fall finden wir Treasure. Eine ganze Menge Geld, was kein Mensch braucht. Und Item. Ich hab. Was zur Hölle ist das? Naja, das ist ja. Wir müssen ja eh noch identifizieren. Wird irgendeine Waffe sein, die nichts bringt, nichts taugt. Oh. Palais, Motti. Okay, gut. Aber research mal aus hier. Ja, offensichtlich. Na, das war der tolle Treasures. Moment, hatte der Typ, der Mann, der da gestorben ist, hatte der nicht auch irgendwas vom Treasure erzählt? Ruined Building, naja, gut, hier sind alles Ruined Buildings. ist tatsächlich alles kaputt hier.
können wir nicht durch. Können wir da durch? Oh ja. Oh. As you step into this opulent room, you see several male Rakshasas gambling with dice. Female Rakshasas lounge around on pillows. Margoyles are watching the game intently. They notice you only now and slowly rise to their feet. Do you flee? No. Haha, so, da waren wir. Ach du Scheiße. Okay. Das können wir jetzt gleich mal unsere Blessed Bulls ausprobieren, würde ich sagen, weil das hier sind ja, das sind ein bisschen viel. Und wir müssen weg von den Wänden. Was nicht geht. Okay, also, da würde ich mal sagen, so, dann fange ich an, fangen wir mal da an, ne? Ah, sehr schön. So, du hattest doch auch so ein Ding, ne? Aber du musst auch mal weg. Da, das könnte klappen. Vor allem musst du noch weiter weg, weil da gleich die blöden... Obwohl, die kommen da sowieso hin, die Margolds. Na gut, müssen wir... Nee. Nicht move, aim. So, hier haben wir drei. Erstmal den. Sehr schön. Und das, weil das so toll ist, gibt es auch das Geräusch gleich zweimal. So, dann block... Ja, tut weh, weiß ich. Aber wir müssen die hier blockieren. Ja, Image hast du noch nicht, ne? Nope. Ja, dann drauf. So, und wäre ganz gut, wenn Wärtner da noch weg könnte. Ja. Na gut, immerhin zerreißt es auch ein Magoi. Autsch. Autsch. Ich glaube, das war keine gute Idee. Die hätten wir ein blödes Spiel spielen lassen sollen. Ja. Autsch. Sehr gut, haben wir uns gut hingestellt. So. Wir haben leider noch keine gerade neuen Zauber, mit denen wir ihnen gefährlich werden könnten. Also Meteor Swarms, die funktionieren bei den Viechern. Haben wir leider nicht. Deswegen, wenn wir uns jetzt hier hinstellen. Treffen wir die einfach nicht. Das ist echt mistig. Wer ist denn hier schon ein bisschen angeschlagen? Du. Ja, das wird jetzt wieder wehtun. Okay. Ja, du musst die da eigentlich blockieren und du hast eigentlich noch genug Hitpoints. Dann bleib da mal. So, du stehst da jetzt ein bisschen doof. Ja, kann man nichts gegen machen. Obwohl, Moment. Du hast ja schon einen abgekriegt. Das heißt, du kannst nicht zaubern. Dann müssen wir sehen, dass wir dich kriegen. Können wir dich irgendwo sehen? Von hier vielleicht. Ja, da können wir die beiden sehen. Aim. Gut. So, für dich gilt jetzt das Gleiche. Ja, ist doch egal. Den können wir nicht sehen. Doch, den können wir auch sehen. So, wenn der schießt, der könnte auf dich, das wäre nicht so kritisch. Dann kriegen wir es nur einmal ab, soll das heißen. Schießen wir auf den. Gut. Ja, Fafre, das ist eine gute Idee. Damit können wir leben. Damit können wir leben. Autsch. Ja, ich kann es so. Wie viel haben wir denn noch?
Noch vier. Gute Frage. Ja, der müsste ja eigentlich hin sein. Den wird ja wohl irgendwer treffen können. Den sehen wir nicht. Warum sehen wir den nicht? Sehen wir ihn von hier? Auch nicht. So. Ja, ich fürchte, das hilft nichts. Come on! Ja, weißt du was, dann wird der Letzte jetzt verballert. Ich habe keine Lust, dass der uns hier nur umbringt. So, dann müssen wir jetzt mal bisschen unsere Hitpoints konservieren. Die sind ja jetzt so ein bisschen dünn geworden. Sehr gut. So, dann, ja, das ist jetzt nur noch Fleißarbeit, aber. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, ihr könnt irgendwo rasten. Wahrscheinlich nicht. Autsch, also mal. Geh mal weg, du Schwein. Jo, mit Martigen, das lässt mal gut sein. You gather. Oh! Ganze Menge gespielt. Items. Scroll. Okay. Gut. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit der ja, reichlich angeschlagenen Party und schauen wir mal weiter. Treffen wahrscheinlich auf mehr Rakshasas. Wie schön. Ja, also, wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.